Wie Luise Kuczynski, eine von Hans-Werner Olms Kultfiguren, sagen würde: Fick dir, die ist doch geil! So, da sind wir. Wir haben den State geladen. Wir sind hier logischerweise. Oh, hallo Tokiko. Nee, ganz ehrlich, ich habe gerade etwas gefunden, wo ich dann sage: Fick dir, die ist doch geil! Die GW2 Op, die GW2 Beta-Events sind angekündigt. Fuck yeah! GW2 Beta-Event, GW2 Beta-Event. Ja, 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 ja. GW2 Beta Event, awesome, geil, awesome, geil, geil, awesome und so, Hammer. Ich freue mich riesig. Echt, ich freue mich riesig. Ich wollte eigentlich was ganz anderes gucken. Ich bin hier gerade total. Ich bin hier gerade wirklich komplett weg. Haben wir schon den? Nein, haben wir natürlich noch nicht. Ja, wo ist dieser verdammte Card Key? Warte mal, komme ich von da gerade? Okay, von da scheine ich wohl gerade zu kommen, also muss ich da durch. Dann machen wir das mal. Kein Ding, ich bin so happy. Ich bin so fucking happy. Ich bin so fucking happy, ey. Das könnt ihr mir gar nicht vorstellen. Ohne Scheiß. Ich hab Angst. Ich nicht. Weil ich echt happy bin gerade. Ich bin so happy. Ja, wo war hier nochmal dieser verdammte... Oh, hi. Ich glaube, wir sind hier richtig. Oder es kann auch sein, dass der Deathborn ein wenig unvorsichtig war. Die kleine Patchouli! Ich habe keine Ahnung, ob ich zu laut bin. Das ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Ich bin gerade glücklich. Glücklich! Ja, das muss ich so sagen, ich bin verdammt glücklich. Warum muss ich mir denken, ich warte schon seit gut 4 Jahren auf GW2. Und jetzt kommt endlich die Beta! Beta! Nicht Peter! Beta! Ich bin happy! Gewaltig sogar. Ah! Commentary gleich 0. Ja, der Commentary gleich 0 wie Hölle, weil. Scheiß drauf! Beta! Ich meine, ihr könnt jetzt noch. Ihr könnt euch noch anmelden, wohlgemerkt. Peter.com. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier hochlade, ist nur vielleicht ein guter Tag. Ein guter Tag. Das ist also Dark Chen. Why not? Bam! In ja. What? Wieso ist das Ding nicht anfällig gegenüber meinen. Hä? Shen ist doch eigentlich ein Normaltyp. Also von daher verstehe ich das nicht, warum das Ding nicht immun ist. Quatsch, warum das Ding nicht super effektiv ist. Aber ich sehe hier, wir sind ordentlich. Wir finden Carbos Carbon. Ein Sonderbonbon. Ein Sondergutgut und ein Ultraorb. Hat sich aber überhaupt nicht gelohnt. Scheiße. Die Musik ist geil. Da kommen wir nicht durch. Müssen wir hier durch. Ja, an sich muss ich den Boss, deinen Boss ja treffen, ja. Ich weiß nur nach wie vor immer noch nicht, wo ich. Oh Gott. Dark Chibi Mobiji. Ja, ich bin ein Freund von. Also ich bin ganz ehrlich, ich mag Yugi. Yugi ist mein Steckenpferd in diesem Projekt. Ich finde Yugi toll.
weil Yugi awesome ist. Wäre Yugi nicht awesome, wäre Yugi scheiße. Macht das Sinn? Egal. Ich möchte ein verdammtes Dark Momiji haben. Das sieht so awesome aus. Ich meine, wenn das normale Dark Momiji schon so geil aussieht, möchte ich nicht wissen, wie das das Ex-Dark Momiji aussieht. Ich habe dazu diesbezüglich noch nichts gefunden. Dark Chibirumia. Ich muss ja auch meine Schützlinge ein bisschen hochpowern, weil die anderen Deppen das ja nicht machen. Ich meine, ich dachte eigentlich auch sehr stark, dass Sascha... Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Sascha sein... wie heißt es? Seine Pokémon oder seine Tohu so ein bisschen hoch levelt, von daher... She's a maniac, maniac on the floor. Oh, Kacke. Das war nicht gut. Vor allen Dingen, da das tötet. Sehr schön, es tötet nicht. Da muss ich doch mal auswechseln, glatt. You've gotta be kidding me! Scheiß Shadow Tag! Shadow Tag. Oh, danke. Shadow Tag ist eine Attacke, die besagt, dass. Beziehungsweise ist eine Fähigkeit, die besagt, dass derjenige nicht raus switchen kann. Von daher. Und hopp. Ich muss gestehen, ne? Sieht schon gut aus bis jetzt. Team Rocket Grunt. Ich frage mich nach wie vor, wo ist dieser verdammte Schlüssel? Ist er das vielleicht? Nein, natürlich nicht. Ach, wo war denn das noch? Neunten vielleicht. Ah, die Musik ist geil. Ja, das dürfte sogar gewesen sein. Bin mir aber natürlich nicht sicher. Chibi Tokiko, Tokiko. Vor allen Dingen, warum ist es ein Tokiko und nicht ein Dakokiko? Tokiko. Wie auch immer. Ne, ich frag dann nicht nach. Obwohl es eine rhetorische Frage ist, aber ich frag das trotzdem nicht nach. Ne. Koakuma. Kennen wir doch irgendwo her. So. Funktioniert alles. Not very effective, aber trotzdem macht's Schaden wie Hölle. Entschuldigung. Ich bin gerade etwas am Räuspern. Weil mir gerade die... Der Hals so ein bisschen am... Naja. So, und nochmal ein Kogakuma. Ah, da ist es, das Chibi-Kogakuma. Auch süß auf eine gewisse Art und Weise. Ach, was willst du machen? So, Yugi ist ja natürlich gleich Level 37, aber ich müsste es erstmal hochheilen, dieses kleine Mistviech. Wie ich dieses Sylph... Als Staffel hasse ich dieses Gebiet. Echt. Weil man ist wirklich die ganze Zeit dazu gezwungen, irgendwo lang zu gehen. Ah, die Musik ist geil. So. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich hier richtig bin. Oder auch nicht. Was hatten die überhaupt den ganzen Part gemacht? Eine Keine. Ach ja, Keine. Erdbeben! Auf geht's. Critical Hit! Super effective! Ja, Baby! Keine meiner Meinung nach Stahl. Bin mir aber nicht sicher. Ist mir wohl egal. Parsi!
Daran kann ich mich allerdings noch gut erinnern, was Parsi ist, weil Parsi war meines Wissens nach Unlichtgeist. Ja. Von daher. Wusch. Paralyze. Awesome. Passt ja mich irgendwie so stark an Spiritomb. So von wegen massenhaft. Aber auch wirklich massenhaft. Special Defense. So. Ja, ich weiß, dass der Boss oben im 11. ist, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich ein kleines Problem habe, weil ohne den verdammten Schlüssel komme ich nicht durch. Ich glaube, hier war das, oder? Nö, wieso sollte ich denen bitte schön Respekt zeigen? R-E-S-P-C-T! Ich bin so happy gerade. Ich bin so happy gerade. Der Destiny Bond. Wenn ich das gerade so richtig sehe. Black Wind. Was soll das sein? Nichts Gutes. Das sieht mir nach einem Ominous Wind aus. Der natürlich nichts nutzt. Komische Sache. Na egal. So. Vielleicht geht's hier lang. Komisch, ich verstehe nicht, wo dieser verdammte Türöffner ist. Das hasse ich an diesem verdammten... Ach. Ziellos in Sylph Scope. In Sylph Co. Ja, Regel Nummer 1 für einen Let's Player. Summe niemals das Lied mit, das ist langweilig, die Leute können es selber hören. Was ist das für ein Bullshit? Also wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Weil es ändert ja nichts an der Tatsache, dass eine gute Musik, und das ist wirklich so, gute Musik darf man mitsummen. Vor allem ja, finde ich interessant, dass solche Regeln meistens von den Leuten aufgestellt werden, die Minecraft machen. Warum zum Teufel? Da geht's nicht lang. Hier vielleicht? Wieso habe ich das Gefühl, dass ich... Sag mal, was hat denn der überhaupt hier gemacht? Hat der überhaupt irgendwas gemacht? Wieso muss ich hier die ganzen verdammten Dreckskämpfe jetzt machen, weil er nicht in der Lage ist, irgendwelche Kämpfe zu machen? Also geht es noch? Ey, unmöglich. Nee, also sowas ist echt zum Kotzen gerade. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn irgendwelche Kämpfe ausgelassen werden, aber alle? Das ist nicht mehr witzig. Echt nicht. Überhaupt nicht mehr witzig. Nitori. Ist das der richtige Weg? Ist das der richtige Weg?
Ich glaube nicht mal, oder? Bin ich jetzt einfach nur. Fail. Unglaublich. Focus Punch. Ich fühle mich gerade dicke verarscht. Weil ich nicht zu den Leuten gehöre, die sich sowas merken können. Im Gegenteil, ich gehöre eigentlich zu den Leuten, die sich sowas gar nicht merken können. Aber nichtsdestotrotz, bis zum nächsten Mal. Ciao.